Guten Tag, mein Name ist Norbert Maurer und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie wir mit unserem Vortex Hi-Fi Eraser Stab eine CD so löschen können, dass sie wieder wie neu klingt. Löschen heißt in diesem Fall nicht, dass wir dort die Daten, also die Musik oder den Film löschen, sondern Störungen, die durch das Abspielen der CD oder durch die Lagerung der CD in der CD entstanden sind. Diese Störungen, die werden durch das Gerät auf den Menschen übertragen und das führt dazu, dass wir nicht optimal Musik hören können. Durch die beiden Magneten, die hier angebracht sind, aber auch hier angebracht sind, sind wir in der Lage, die Störungen, die in dem Material drin sind, zu löschen und damit eine störungsfreie Wiedergabe zu ermöglichen. So ein Eraserstab hat zwei Magneten. Ein Magnet, der diametral ist, der geht in diese Richtung, hat dafür diese Breite. Und ein Magnet, der hier in Längsrichtung eingebaut ist, der hat hier sein Maximum und hat nur einen kleinen Punkt, an dem er magnetisiert. Für Flächen wie bei der CD verwenden wir dann diesen hier und da haben wir diese in Störbreite zur Verfügung. Das heißt, wir nehmen jetzt eine CD und gehen jetzt mit dieser mit dem grünen Bereich quasi über diese CD drüber. Wir achten darauf, dass der rote Punkt so nach außen zeigt, denn dann wissen wir, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir das maximale Magnetfeld. Das ist sehr wichtig und deshalb gehen wir hier so über die CD mit dreimal drüber streichen. Haben wir jetzt die gesamte CD bearbeitet und ja, jetzt können wir sie wieder in den CD-Spieler legen und sie klingt wie neu, sogar noch besser. Unten in der Description Box finden Sie weitere interessante Links auf unsere Website bzw. zu weiteren kleinen YouTube-Videos, in denen wir die Bedienung unserer Produkte erklären. Viel Spaß!